Und du bist auch mit einer ganz besonderen Gabe, mit einer ganz besonderen Einzigartigkeit, mit deinem Seelenplan hier auf Mutter Erde gekommen. Es ist nur verschüttet. Und deshalb kann ich dich nur ermutigen, du bist auch einzigartig, du hast eigenes Potenzial, du hast eigene Gaben, eigene Stärken. Erwarte nicht mit einer Übung, dass es zack macht und du hast deinen Seelenplan entdeckt. Das darf sich entwickeln. Und wenn du ganz rascher den Weg gehen willst, dann lass dir helfen. Zum Beispiel eben auch von mir, weil das ist ja auch der Weg, den ich gegangen bin. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, grüße euch ganz herzlich. Hier noch das versprochene Bonus-Zusatzvideo, wie auch immer du es nennen möchtest, was ich heute Morgen ja schon angekündigt habe im Rahmen der Seelenfreude-Challenge. Und zwar, Anlass ist, dass gestern eine Dame unter meinem Video kommentiert hat, dass das alles ja nicht so einfach sein kann. Ich lese es einfach mal vor, dann weißt du besser, wovon ich spreche. Also ich möchte es in zwei Parts einteilen und ich möchte noch ein bisschen intensiver darauf eingehen, deshalb wollte ich das jetzt nicht heute Morgen irgendwie noch mit reinpacken. Also gestern ging es ja darum, anhand der Dinge, die du gern machst, deine Talente, deine Gaben und deinen Stärken näher zu kommen, um so deinem Seelenplan näher zu kommen. Das war ja gestern Morgen das Thema. Und der Kommentar ist so, so einfach wie in deiner Erklärung ist es nicht. Nur weil jemand gut Torte backen kann, heißt das nicht, dass das eine Leidenschaft ist und er sich sein Leben lang damit beschäftigen möchte. Ich bin studierte Lehrerin, war es aber nie gern. Ich habe jahrelang beratungsintensiv verkauft und möchte das nie wieder tun. Auch wenn man etwas kann, mag man es nicht unbedingt. Da gehe ich 100% konform mit. Und das hängt einfach daran, ich meine, ich habe ja auch viele Dinge in meinem Leben schon gemacht. Wir waren ja auch unter anderem auch im Network Marketing mal jahrelang aktiv. Und da gab es auch Dinge, die ich recht gut hingekriegt habe, die mir aber auch keinen Spaß gemacht haben. Aber es gehörte dazu, um da irgendwo ja auch Geld zu verdienen und eine Organisation aufzubauen, da musst du einfach ständig Dinge machen. Da bin ich gerade daran erinnert worden, als ich das gelesen habe. Ich habe jahrelang beratungsintensiv verkauft und möchte das nie wieder tun. Und das war auch so meine Erfahrung im Network-Marketing-Bereich. Weil man da wirklich jahrelang unterwegs war. Ich habe immer gesagt, immer mit einem Orga-Leiter-Scanblick, immer auf der Suche, immer nach dem Gucken, nach Ausschau halten, wo ist der Nächste, den ich ansprechen kann, den ich für meine Organisation gewinnen kann und solche Dinge und dann auch immer diese, ja, ich sag mal, Verkaufsgespräche in neuen, jemand Neues einzuschreiben und solche Dinge. Das sind Dinge, die habe ich irgendwie recht gut hingekriegt, die haben mir aber nicht Freude gemacht. Liebe Selina, hallo, wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich dir, schön, dass du dabei bist. Und ich habe es mir aber angeeignet, wie viele andere Dinge auch. Und so sind wir einfach konditioniert, uns vieles anzueignen und es dann auch recht gut hinzukriegen. Es macht uns letzten Endes aber keine Freude. Das heißt, immer wenn wir Dinge machen, die uns keine Freude machen, raubt uns das letzten Endes Energie. So. Und so sind wir dazu konditioniert, Schulabschluss zu machen oder auch ein Studium anschließend noch zu machen oder direkt nach der Schule eine Ausbildung zu machen, so nach dem Motto, dann hast du was in der Hand, mach erst mal eine Ausbildung, dann hast du was in der Hand oder studiere etwas des Studierens willens. Und so schauen wir dann eigentlich, mit welchem Beruf, mit welchem Studium kann ich mich denn jetzt bestmöglichst irgendwie arrangieren, sag ich mal. Weil ich glaube wirklich, die allerallerwenigsten machen eine Berufsausbildung oder ein Studium, weil das wirklich das Thema ist, wo das Herz und die Seele schreit, genau ist mein, das ist mein Ding und damit beschäftige ich mich jetzt. Diese Ausbildung mache ich jetzt, das Studium mache ich jetzt. Okay? Und so haben wir gelernt, uns einfach zu arrangieren, uns in ein Leistungsbewusstsein
hineinzubegeben. Wir haben ein Leistungsbewusstsein angeeignet uns. Wenn ich was leiste, dann bin ich. Wenn ich was habe, dann bin ich. Und in der Schule, spätestens in den ersten Tagen, hat man uns beigebracht, jetzt ist Schluss hier mit Tagträumen, hier vorne spielt die Musik. Das heißt, wir haben ab dem Zeitpunkt unsere Träume begraben, wir haben aufgehört, groß zu träumen, wir haben aufgehört zu denken, dass alles für uns möglich ist. Wir haben aufgehört, auf unser Herz zu lauschen, wir haben aufgehört, spätestens dann die Botschaften unserer Seele wahrzunehmen und haben da ganz, ganz viele Schleier über uns gelegt und legen lassen. Wir waren ja auch letzten Endes in der Kinderstube. Bitte, das ist keine Elternschelte. Die Eltern haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Sie wussten es ja auch nicht besser. Wir waren diesem Erziehungssystem ja komplett ausgeliefert. Wir hatten ja keine andere Wahl. So, und so machen wir dann jahrelang Dinge, die uns nicht wirklich Freude bereiten, die uns aber trotzdem mehr oder weniger gut gelingen. Ja? Und jetzt kommt der nächste Part, den die Dame geschrieben hat. Ich wäre glücklich, wenn ich endlich mal mein Herz hören und verstehen könnte, was nun mein Ding ist. Meine vielen Verstandsentscheidungen haben bei mir immer nur zu Unzufriedenheit geführt, obwohl ich die Arbeiten gut konnte. Wir haben gelernt, immer alles mit unserem Verstand hinzubekommen. Nur die Dinge zu glauben, die wir mit dem bloßen Auge sehen und immer verstandesmäßige Entscheidungen zu treffen. Aber wie oft haben wir denn auch schon gesagt, hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört und haben uns vom Verstand aufgrund von Ängsten, aufgrund von Dingen, wo der Kopf uns sagt, das kannst du jetzt nicht machen, alle anderen machen das ja auch nicht so, wenn es ja so einfach wäre, einfach deinem Herzen zu folgen, dann würde das ja jeder machen. So sind wir einfach ganz süß eigentlich, in Anführungsstrichen. Und in der Richtung denken wir. Wir kommen auch oftmals gar nicht auf die Idee, wenn wir eine Idee haben, irgendwas zu verwirklichen, zu denken, wow, was ist, wenn das funktioniert, wenn das großartig wird? Sondern wir denken nur drüber nach, was ist, wenn es nicht funktioniert? Wir sind so nun mal einfach gestrickt, weil man uns nie etwas anderes beigebracht hat. Und schau mal, als kleines Kind, kleine Kinder stehen morgens auf mit großen Augen. Die können es gar nicht erwarten, in den Tag zu starten. Die können es gar nicht erwarten, aus dem Bett zu hüpfen und zu schauen, was ist heute alles möglich? Welche Wunder kann ich heute kreieren? Was kann ich heute kreieren? Für die ist auch alles möglich. Es ist zu jeder Zeit alles möglich. Und die können aus allem auch etwas machen. Wir konnten auch als Kinder aus allem etwas machen. Das Interessanteste waren die Kochtöpfe in Mamas Schrank, als wir angefangen haben, die auszuräumen. Wir haben die tollsten Menüs kreiert und, und. Ja? Und diese Eigenschaft, die ist dann einfach gedeckelt worden. Die ist irgendwo noch tief in uns verborgen, aber die ist gedeckelt worden. Das sind ganz viele Schleier auf uns. Weil man hat uns ja dann auch nicht gesagt, deine Seele kommuniziert über die leise Sprache von einem Gefühl mit uns. Und wenn deine Seele dir ein Gefühl schickt mit deinem Herz, dann gibt es nichts Wichtigeres, als dich zurückzuziehen, auf das Gefühl zu lauschen, die dahinterliegende Botschaft zu erkennen und dann deinem Herzen zu folgen, deiner Seele zu folgen und deinen Weg zu gehen. Und dann wirst du Erfolg haben in deinem Leben. Dann ist auch weiterhin alles für dich möglich. Denn mit deinen Gedanken, mit deinen Glaubenssätzen, die du hier manifestierst, erschaffst du dir im Außen deine Manifestation in deine Realität. Das hat man uns nicht beigebracht. Und so sind wir Meister darin geworden, unsere Gefühle zu unterdrücken und zu funktionieren und Verstandesentscheidungen zu treffen und uns mit irgendwelchen Dingen zu arrangieren. Und jetzt geht es drum, im Erwachsenendasein, und da gehörst du dazu, jeder, der hier in der Gruppe ist, gehört dazu. Sonst wärst du nicht hier in der Gruppe, du bist auf der Suche, deinen Seelenplan zu entdecken. Du willst mehr aus deinem Leben machen, du willst aufhören, mit dem Mainstream mitzuschwimmen. Jetzt geht es natürlich darum, dich nochmal ganz sachte deiner Seele, deinem Herzen zu nähern.
Das ist im Prinzip einfach die Schwierigkeit dabei. Und deshalb ist es nicht ganz so leicht, sich nochmal darauf einzulassen, nochmal groß zu träumen, nochmal einer Anleitung zu folgen, so wie ich das gestern in der Seelenfreude-Challenge als Anleitung von mir gegeben habe, einfach in der Richtung mal auch Notizen zu machen, sich immer und immer wieder damit zu beschäftigen, weil sobald ich eine Idee habe, was ist denn das, was mich ausmacht, setzt ja auch oftmals gleich der Verstand der Denker wieder ein, dass das nicht so einfach sein kann, dass ich damit doch kein Geld verdienen kann. Das ist doch so selbstverständlich, das können doch alle, das zeichnet mich doch nicht aus. Und solche Dinge, die setzen dann ein. Und das ist die Krux an der Sache, den Denker, den Verstand als Beobachter einzusetzen und dich zu lösen und mal ganz wertefrei an sowas ranzugehen und immer wieder in dein Herz hineinzulauschen und dich zu fragen, was sind die Dinge in meinem Leben, die mich ausmachen, die mich Raum und Zeit vergessen lassen, die mir wirklich aus tiefstem Herzen heraus Freude bereiten, was ich mir nicht einfach nur so angeeignet habe, sondern was aus mir heraussprudelt. Und dann, wie der Volksmund es uns schon sagt, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Den Verstand als Diener einzusetzen und dich davon zu lösen, dich vom Verstand einfach beherrschen zu lassen. Der Verstand will immer direkt greifbare Ergebnisse haben. Und das ist auch das Thema dabei. Wenn du dich anfängst, nochmal damit zu beschäftigen, dein Denker, der ist dann noch so lange mit im Boot, wie du dich hinhockst und anfängst, dir Notizen zu machen. Aber bitte, der Denker will dann sofort auch Ergebnisse haben. Hier, bitte, auf Fingerschnipp, ist bitte mein Seelenplan da. Das funktioniert so nicht. Man hat uns das nicht beigebracht und da gilt es einfach so, diese Schleier zu lüften und immer wieder sich damit zu beschäftigen. Und wenn du da immer und immer wieder dran bleibst, wird das immer eine klarere Variante werden. Das Puzzle wird sich immer besser fügen. Und da sei auch mal noch so der Hinweis, wie süß wir in der Richtung auch sind. Wir lassen uns als Kinder an die Hand nehmen und lassen uns lernen, aufrecht auf zwei Füßen zu gehen. Irgendwann haben wir dann so mit 17, 18 die Idee, ich würde gerne einen Führerschein machen. Dann gehen wir zum Fahrlehrer und lassen uns zeigen, wie wir Auto fahren können. Schulsystem haben wir schon durchlaufen, haben wir vieles gelernt, was wir nie im Leben brauchen, aber okay, ist ein anderes Thema. Was wir aber nie gelernt haben, ist, wie das Leben wirklich funktioniert, was man uns nie beigebracht hat, wie genau wir uns mit unseren Gedanken unsere Realität im Außen erschaffen. Und deshalb hadern wir dann mit uns und kommen oftmals gar nicht auf die Idee, sich auch als erwachsene Frau, als erwachsener Mann an die Hand nehmen zu lassen, was eigentlich das Naheliegendste ist, sich an die Hand nehmen zu lassen und sich zu zeigen lassen von jemandem, der dort ist, wo man hin will. Bitte zeig mir den Weg dahin. Zeig mir den roten Faden, gib mir die Anleitung, wie ich jetzt schneller an mein Herzensthema rankomme, meinen Seelenplan entdecke. Also mit anderen Worten, in sich auch in der Richtung zu investieren. Weil da versuchen wir oftmals, und da habe ich ja auch dazu gehört, ich habe viele Jahre lang auch selbst immer noch mit mir rumgehadert, war nicht bereit, auch mal in mich, in meine Persönlichkeitsentwicklung zu investieren, weil ich hier und da und dort geguckt habe und immer gedacht habe, ich krieg's alleine hin. Man macht zwar kleine Schritte, aber letzten Endes macht man auch wieder Schritte zurück, man tritt auf der Stelle. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich endlich mal die Entscheidung getroffen habe, ich fange jetzt wirklich mal an, in mich und meine Persönlichkeit zu investieren und höre auf, da rumzudümpeln und suche mir die Menschen, die dort sind, wo ich hin will und lass mir von denen jetzt endlich mal zeigen, wie es funktioniert. Ab dem Zeitpunkt habe ich auch die nächsten Quantensprünge in meinem Leben gemacht, weil ich mich an die Hand habe nehmen lassen. Und das möchte ich dir auch mit auf den Weg geben. Wenn es dir so schwer fällt und du schon vielleicht Monate versuchst, oder vielleicht sogar auch Jahre schon versuchst, deinen Seelenplan alleine
herauszufinden und du einfach nicht weiterkommst, dann lass dir helfen, lass dich an die Hand nehmen, lass dir zeigen, wie es funktioniert. Und dann wirst du das viel rascher auch hinkriegen, weil letzten Endes, was einen ja oftmals daran hindert, sind ja auch viele Kindheitsthemen und. Und das kann alles geändert werden. Was wir aber nicht ändern können, sind die Lebenszeit, die schon an uns vorbeigerauscht ist, die nochmal zurückzunehmen. Das geht nicht. Und das Wertvollste, was du hast, ist dein Leben. Das ist das Allerwertvollste. Und unsere Seele, die mag schon viele, viele Leben vorher gehabt haben und mag auch schon und mag noch viele, viele Leben später haben. Aber im jetzigen Körper hat sie nun mal dieses eine Leben. Und du bist auch mit einer ganz besonderen Gabe, mit einer ganz besonderen Einzigartigkeit, mit deinem Seelenplan hier auf Mutter Erde gekommen. Es ist nur verschüttet. Und deshalb kann ich dich nur ermutigen, du bist auch einzigartig, du hast eigenes Potenzial, du hast eigene Gaben, eigene Stärken. Erwarte nicht mit einer Übung, dass es zack macht und du hast deinen Seelenplan entdeckt. Das darf sich entwickeln. Und wenn du ganz rascher den Weg gehen willst, dann lass dir helfen. Zum Beispiel eben auch von mir, weil das ist ja auch der Weg, den ich gegangen bin. Okay, es war mir also einfach mal noch ein Anliegen, ein Herzensanliegen. Ich glaube, das ist auch rübergekommen, hier jetzt in einem eigenen Live-Video nochmal auf dieses Thema einzugehen und das nochmal zu verklaren. Und jetzt schaue ich mal, die liebe Selina, was die da geschrieben hat. Ich habe keine Ausbildung, habe mein ganzes Leben immer Jobs bekommen ohne Ausbildung. Ja, das ist auch nur eine Prägung, was gerade in unseren Regionen hier, man muss für alles eine Ausbildung haben, einen Schein haben, ein Zertifikat haben. Natürlich, ein Mediziner, ein Chirurg und ein Arzt und so weiter, natürlich soll da niemand auf die Menschheit losgelassen werden mit einem entsprechenden Studium. Aber ansonsten sind doch das alles Dinge, die wir in der Theorie lernen. Jemand, der im Beratungsbereich, im Coaching-Bereich, im Mentoring-Bereich arbeitet. Wer kann denn besser helfen? Jemand, der tausende Zertifikate und Ausbildungen hat, alles aus der Theorie? Oder jemand, der die Erfahrungen selbst gemacht hat, der sich in das Gegenüber einfühlen kann, der genau weiß, wie es dem Gegenüber geht? Deshalb löst dich bitte. Danke, Selina, dass du dich jetzt hier gerade zur Verfügung stellst, dass du das gepostet hast. Löst dich, also jeder, der jetzt hier irgendwo das Video sieht, auch später noch, und denkt, ich habe doch da keine Ausbildung für. Oder kürzlich hat mir eine geschrieben, ich habe nur Halbwissen. Was ist das bitte schön für eine Bewertung? Ich habe nur Halbwissen. Das ist Unsinn. Löst dich von diesen Bewertungen und von diesem Glauben, dass du nicht gut genug für irgendetwas bist. Du mit deinem Wissen bist einzigartig. Und da draußen gibt es ganz viele Menschen, die genau dein Wissen brauchen, wo du weiter bist. Und das ist jetzt keine Bewertung, aber wo du mehr Wissen hast als andere in einem gewissen Bereich. Das ist die bessere Ausdrucksweise. Ja? Und du kannst helfen. Du darfst dich nur zeigen. Du darfst sichtbar werden. Und wenn man dieses natürlich auch auf ein stabiles Fundament satteln möchte, dass das auch wirklich funktioniert und richtig gut funktioniert und dass man es auch ja so auf ein Fundament setzt, dass man nicht weitere Schleifen dreht, dann ist natürlich die beste Variante, wenn man sich da einfach helfen lässt. Okay? Mich macht aus meine Lösungsorientiertheit. Sehr gut, Selena. Super. Ich bin stolz darauf, ich kann alles sehr, sehr gut. Das sind wunderbare Glaubenssätze. Genau. Im Hinblick auf die Glaubenssätze vielleicht noch Abschluss, ein Gedanke. Diese ganzen Glaubenssätze, mit denen du dir bislang
jeder von uns sich seine Realität erschafft. Die haben wir nicht nur einmal gehört oder zweimal oder dreimal, bis es so in unserem Gehirn drin war, dass wir das ausgesendet haben und uns somit unsere Realität im Außen erschaffen haben. Die haben wir tausende von Male gehört, bis wir angefangen haben, es zu glauben und es auszusetzen. Und deshalb bitte, wenn du dich damit jetzt beschäftigst, erwarte nicht, dass du ein oder zwei oder dreimal einen Glaubenssatz umformulierst, dass er so in dir drin ist, dass du ihn auch glaubst, dass du diese Gedankenenergien auch aussendest. Das ist wie ein Muskeltraining. Wenn du deinen Muskel anfängst zu trainieren und dann nach 4 Wochen wieder aufhörst, dann wird er wieder schlaff. Und so ist das mit dem Mindset, mit den Glaubenssätzen auch. Immer und immer wieder neue Glaubenssätze implementieren, sich immer und immer wieder sagen, bis das so in einem gefestigt ist, dass es gar nicht anders geht, dass man das aussendet und sich dann eben die von Herzen gewollte Lebenswirklichkeit im Außen erschafft. Okay? Selina, habe im Moment kein Geld, um in mich zu investieren. Liebe Selina, auch das ist ein Glaubenssatz. Es mag sein, wenn du auf dein Konto guckst, auf dein Kontostand und da steht Summe 0 oder Summe Minus, was auch immer, dann sagt dein Kopf, dein Denker natürlich, ich habe kein Geld, um in mich zu investieren. Wir leben hier in einer Dachregion, wo wirklich jeder sich auch Geld besorgen kann, um dann in sich zu investieren. Wenn du sagst, ich habe kein Geld, dann machst du damit eine Schranke zu und sagst dem Universum, okay, ich habe kein Geld, und das Universum sagt, dein Wunsch ist mir Befehl. Wenn du tief in dir den Wunsch verspürst, ich will jetzt endlich den nächsten Sprung in meinem Leben machen, ich bin es leid, weiter wertvolle Lebenszeit an mir vorbeiziehen zu lassen, ich bin es leid, hier und da mir Impulse zu holen und doch nicht weiterzukommen, ich will mein Leben jetzt endlich in die Hand nehmen, liebes Universum, bitte zeig mir Wege, wie. Und dann wird das Universum dir auch Wege und Möglichkeiten zeigen, wie du dir zum Beispiel Geld generieren kannst, um in dich zu investieren, um dir den Leitfaden zu holen, um dir helfen zu lassen. Und wenn die erste Idee, die du dazu bekommst und versuchst umzusetzen, wenn das nicht funktioniert, dann ist es die zweite Idee, dann ist es die dritte Idee. Da gilt einfach auch nie aufzugeben. Derjenige, der unsere Glühbirne entdeckt hat. Wie viele Versuche hat er gemacht, bis es funktioniert hat? Hätte er nach dem dritten Versuch aufgegeben, und da gibt es ja eine Vielzahl von Beispielen. Hätte er sich da schon wieder ins Schneckenhaus zurückgezogen, dann hätten heute wahrscheinlich immer noch kein elektrisches Licht. Okay, also es ist alles möglich. Selina, frag weiter nach dem Wie und dann werden sich auch Möglichkeiten finden. Glaub an dich, glaub an dein Potenzial, glaub an deine Möglichkeiten und bitte glaub auch an die Möglichkeit, dass auch du dir Geld kreieren kannst, um in dich zu investieren, um einen Quantensprung in deinem Leben zu machen, um deine Einzigartigkeit nach draußen zu tragen. Okay? Und danke nochmal, Selina, dass du dich hier jetzt auch noch so zur Verfügung gestellt hast. Alles Liebe an euch alle, die jetzt auch später noch das Live hier sehen. Ganz liebe Umarmung und morgen früh geht es dann um 8.30 Uhr mit der Seelenfreude-Challenge weiter. Habt noch einen wunderbaren Tag. Bis dahin. Ciao.